Ja, hallo liebe Leute, ein neues Video zu FreeCAD. Da möchte ich kurz mal zeigen, wie man DXF, DWG-Dateien importiert und daraus dann was Dreidimensionales bastelt. Die Datei, die hat ein Nutzer eines amerikanischen FreeCAD-Forums oder englischsprachigen FreeCAD-Forums hochgeladen, weil er damit nicht zurechtkam. Ich habe das dann mir mal angeschaut. Und wird das hier zeigen. Mit Untertiteln, denke ich, wird auch derjenige im Forum das dann sehen können. Okay, gehen wir mal gerade zu FreeCAD. Das haben wir hier. Ich mache mal gerade oben die Tastenkommandos an und dann legen wir los. So, falls euch Videos wie das hier interessieren, so lasst doch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und einen Daumen nach oben, dann erhaltet ihr halt Vorschläge von Videos dieser Art, nicht nur von mir. Und damit danke fürs Einschalten und dann wollen wir mal schauen, wie man DXF-Dateien importiert und was man damit machen kann. Okay, also ich kann eine neue Datei aufmachen, wenn ich das nicht schon habe. Nein, habe ich noch nicht. Und dann kann man hier über Datei Import Datei importieren. Hier kann man auswählen, was soll überhaupt importiert werden. Da haben wir hier DXF. Ich meine, es wäre eine DXF gewesen. Schauen wir mal gerade. Und das ist ein Download-Verzeichnis, und zwar unter Verzeichnis FreeCAD. Na, wo bist du? Da ist FreeCAD. Und das hier ist Grid Logo DXF. Das ist die Datei. So, da importiert er jetzt ein bisschen und dann haben wir das hier als Shapes. Und man sieht hier, das sind ganz, ganz viele Shapes. Also nicht ein Objekt, sondern ganz viele Shapes. Es gibt jetzt verschiedene Herangehensweisen, wie man damit umgehen kann. Einmal kann man das hier im Part-Modus bearbeiten. Und wichtig ist, dazu ist auch der Draft-Modus notwendig, die Draft-Workbench, weil da kann ich aus diesen Shapes entsprechende Sketche machen. Oder ich kann sie auch zusammenführen. Man sieht hier, dass das mehrere Teile sind. Die kann ich jetzt hier selektieren. Und da mache ich jetzt folgendes: Ich gehe auf Aufgaben. Ich kann auch hier oben hinklicken und klicke auf Skalieren, als würde ich die skalieren wollen. Das möchte ich aber gar nicht. So, als Koordinat gebe ich an 0, 0, 0. Und dann erzeuge ich daraus einen Klon und als Maßstab nehme ich ruhig den Faktor 1. Dann habe ich hier diese Teile zusammengefasst in einem Klon. Dieser Klon, leider werden die anderen, die ich jetzt hier selektiert habe, nicht unsichtbar. Das heißt, wir machen den mal unsichtbar und dann können wir die nun selektieren. Und die einfach mit der Space-Taste, also zusammen mit einer gedrückter Steuerung-Taste. Und jetzt sind sie unsichtbar. Und jetzt habe ich hier meinen Klon, der die zusammenfasst. So, jetzt haben wir hier noch weitere Objekte. Der Unterstrich, da mache ich jetzt auch erstmal ein solches Klonobjekt raus. Also wieder skalieren oder ihr geht hier auf Aufgaben und drückt hier skalieren, dann wieder 0, 0, 0 und Faktor 1 ist halt durchgeführt. Dann haben wir den zweiten Klon, den mache ich unsichtbar und dann machen wir die hier schließlich auch noch unsichtbar. So, jetzt haben wir hier die weiteren Objekte. Ich mache jetzt Folgendes, dass ich die vor dem Skalieren direkt unsichtbar mache. Weil sonst muss ich ja alles doppelt selektieren. Da habe ich. Oh, ja, also man kann das Ganze auch natürlich mit dem Selektieren
Da müssen wir mal schauen, wie das geht. Ja, der Draftmodus ist nicht ganz so einfach. Gucken mit der Shift-Taste. Nee. Ah doch, man kann mit der Shift-Taste hier. Steuerung-Taste? Nee. Also man muss die echt einzeln selektieren. Das ist wirklich nicht sonderlich benutzerfreundlich. Und nicht daneben klicken, dann ist alles deselektiert. Das ist wirklich nicht so dolle. So, jetzt habe ich die. Jetzt kann ich die einmal Leertaste drücken. Dann sind die weg. Dann machen wir wieder die Skalierung. 0, 0, 0 und OK. So, und dann habe ich den hier und die anderen sind deselektiert. Okay, so kommen wir schneller zur Rande. Dann können wir jetzt... Den machen wir trotzdem unsichtbar, damit wir den nicht nochmal machen aus Versehen. Dann haben wir hier das. Unsichtbar. Skalieren. 0, 0, 0. Und ich glaube, ich kann nochmal Enter drücken. Jo, fertig. So, dann machen wir den hier. Wie gesagt, selektieren zusammen mit der Steuerung-Taste. Einmal Space, einmal Skalieren, 0, 0, 0, zweimal Enter. So, und dann machen wir den direkt wieder unsichtbar. Nochmal Space drücken. Muss man also nicht draufklicken unbedingt. So, und dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr zu selektieren. So, unsichtbar, einmal Space, einmal Skalieren, 0, 0, 0 und nochmal Enter, unsichtbar. Unsichtbar, Skalieren, 0, 0, 0. Und Enter unsichtbar. Also wie gesagt, da braucht man ein bisschen Zeit, deswegen beschleunige ich das jetzt auch mal für die weitere. So, jetzt haben wir hier alles als entsprechende Shapes, nicht mehr diese einzelnen Shapes für jede einzelne Linie. Die brauchen wir im Prinzip nicht mehr. Wir haben Klone davon, aber die sollte man nicht löschen. Ich glaube, die Klone greifen darauf zurück. Nee, das ist sicher so. Sagen wir so. Also, hier haben wir einmal was, das ist was habe ich denn da gemacht? Okay, ich habe die falsche Taste gedrückt. Also das möchte ich jetzt hier zum Beispiel umbenennen. Das nennen wir einfach Frame. Und das Line G1. G2. G3. Die Umbenennung mache ich über die Taste F2. G4. R1. R2. R3. R4. E1, E2, E3 und dann haben wir hier noch D1, D2, D3 und D4. So, das ist jetzt alles Verwaltungskram.
Also das ist der Rahmen drum. Und jetzt kann man hier direkt wechseln in den Part Design, in den Part, die Part Workbench. Und kann man den selektieren und einen Extrud machen. Und dann machen wir jetzt minus 1 mm. Und dann wird das so nach unten gezogen. Und was man hier sieht, es werden keine, es wird wirklich nur die Flächen davon genutzt. Das heißt, da wird man noch ein wenig tun müssen. Deshalb machen wir das hier mal rückgängig. Und ich möchte jetzt einmal zeigen, was man noch damit machen kann. Also im Draft-Modus. Draft-Modus, wo bist du da? Da kann ich hier raus auch Zeichnungen erzeugen. Das heißt, ich selektiere die einfach und gehe hier auf diese Funktion, mache daraus ein Sketch. Dann können wir die unsichtbar machen. Dann habe ich hier ein Sketch. Dann gehe ich in den Part Design Modus, beziehungsweise im Draft Modus mache ich einmal kurz wo ist die Funktion? Da muss ich immer ein bisschen noch suchen. Die versteckt sich ein wenig. Und zwar, da ist sie. Das Gitter weg. So, dann gehen wir wieder in den Part Design Modus. So, da ist die Aufsicht. Da haben wir jetzt einen Sketch. Den selektiere ich, mache daraus einen Body. Das geht so, okay. Machen daraus ein Body auf der XY-Ebene, soll die liegen. So, da ist die Zeichnung. Und die kann ich jetzt nutzen. Wir haben aber hier noch den Frame. Daraus mache ich im Part, im Draft-Modus auch mal kurz einen Sketch. Da haben wir den zweiten Sketch. Und da mache ich einen zweiten Körper raus. Part Design. Körper auch auf der XY-Ebene. So, dann haben wir hier einmal Schrift. Nennen wir es Text, damit die Englischsprachen das auch erkennen. Und das hier ist Frame. Okay, jetzt soll das halt sollen das Objekte werden. Da haben wir hier bei dem Grid wirklich ein kleines Problem. Und zwar, das kann man im Part Design Modus nicht nutzen auf die Art. Das machen wir anders. Und zwar, das lösche ich erstmal raus, den Text hier, den machen wir gleich nochmal neu. So, machen wir erstmal den Frame hier und den machen wir eine Aufpolsterung, ein Pad. Das geht aber reversed nach unten und das wird nicht 10, das wird nur, sagen wir mal, 3 mm dick. So, dann gehe ich nochmal hier zurück und selektiere diese hier nochmal im Part im Draft-Modus erstellen Sketch. Da ist er. Und diesen Sketch, den lege ich jetzt hier in diesen Körper rein und lege den einfach hier auf die Linie. Das machen wir im Part Design-Modus mit dieser Funktion hier. Sketch ist. Da müssen wir mal gerade nachschauen. Die heißt wirklich Sketch. Und Sketch 001 ist das, der Frame. Also Sketch. Gut. Nochmal
selektieren, Sketch, OK, Flatface, OK. Und jetzt können wir diesen Sketch nutzen, entweder als Aufpolsterung, dann wird der Text hier so nach oben gesetzt, oder aber als Tasche. Das machen wir hiermit. Dann wird er ausgeschnitten. So, dann kann man das so nutzen. Man kann jetzt hier auch sagen, okay, das möchte ich nur 1 mm ausgeschnitten haben und das Ganze 3D drucken, je nachdem, wie man das haben möchte. So, dann machen wir hiervon, das nennen wir jetzt Grid, exportieren. Wir sind in dem Downloads-Verzeichnis, also in Ordnung. Unbekannt Grid STL. Amakura. So, das haben wir hier. Dann hier Downloads, FreeCAD. Da ist die STL-Datei. Und dann können wir das slicen in der Vorschau. Und so sieht das dann aus. Dann kann man das drucken. Man könnte jetzt hier noch hergehen über die Insert at Layer Change ein Skript einfügen, und zwar das hier ist, ja, das ist nicht der richtige, das ist für Octolabs. Also nehmen wir Filament Change, und zwar bei welchem Layer, und da könnte ich jetzt hier in die Vorschau gehen, das noch mal gerade slicen, so, das machen wir alles in einer Farbe, und hier ab dem Layer 6, da würde, soll dann die Farbe gewechselt werden. Könnte vielleicht auch hier schon wechseln bei 5. Okay, dann gehen wir hier nochmal rein. Filament Change, Layer 5. Und schließen, dann kriegt mein Drucker ein Kommando, fährt den Kopf zur Seite, und dann kann ich das Filament wechseln und dann mit einer anderen Farbe weiterdrucken. Okay, das soll es auch schon gewesen sein zu diesem Tutorial hier. DXF-Datei einlesen, verarbeiten und hinterher 3D drucken. Nochmal, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, lasst gerne ein Abo da, klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!